Ja, hallo zusammen. Jetzt haben wir ja den Satz von der totalen Ableitung als Spezialfall der Kettenregel kennengelernt in den vorangegangenen Videos. Und jetzt brauchen wir die Kettenregel allgemein noch. Also, wir haben wieder eine Funktion f von x1 bis xn. Und beim Satz von der totalen Ableitung haben wir für x1 bis xn eine vektorwertige Funktion x von t eingesetzt. Mit den Komponenten x1 von t, x2 von t und so weiter bis xn von t. Und beim Satz von der totalen Ableitung hatten wir dann die Funktion f nach x von t ausgerechnet, die verkettete Funktion. Da wurde also dann in die Funktion f für x1, x1 von t, für x2 von t und so weiter für xn, xn von t eingesetzt. Und die Funktion hatten wir abgeleitet, also die Funktion f nach x wurde abgeleitet nach der Variablen t und dann kam ja beim Satz von der totalen Ableitung raus, das war die Summe, i geht von 1 bis n, f abgeleitet nach xi an der Stelle x von t multipliziert mit der Ableitung von xi nach t, auch an der Stelle t. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen anders hingeschrieben. Also in den vorangegangenen Videos hatten wir einfach xi' geschrieben für die Ableitung von xi. Warum ich das jetzt hier mit dem dxi dt hinschreibe, was ja eine andere Schreibweise für die Ableitung war, das werden wir gleich sehen. Weil das war jetzt erstmal nur der Satz von der totalen Ableitung, den wir schon kennen. Und was jetzt neu ist bei der Kettenregel, dass jetzt die inneren Funktionen nicht nur von einer Variable t abhängen, sondern wieder von m Variablen, also t1 bis tm können wir die mal nennen. Ja, und was muss dann anders sein? Dann müssen wir ja, wenn wir ableiten, nach den unterschiedlichen Variablen ableiten. Das heißt, wir haben dann jetzt j gleich 1 bis m verschiedene partielle Ableitungen, wo wir die verkettete Funktion ableiten müssen, jeweils nach tj. Und da müssen wir dann auch die innere Funktion ableiten, die partielle Ableitung nach tj berechnen. Und hier überall, wo das x von t steht, steht jetzt für t, t1 bis tm. Ja, und dann sehen wir, da ist doch gar nicht viel passiert. Also der einzige Unterschied, den wir jetzt haben, wir müssen diesen Satz von der totalen Ableitung m mal anwenden. Und zwar müssen wir dann nach den unterschiedlichen Variablen hier ableiten. Und das bedeutet ja nur, bei der inneren Ableitung müssen wir nach der entsprechenden Variable ableiten. Das heißt, für die innere Ableitungen x1 von t bis xn von t haben wir jetzt nicht nur eine Ableitung x1' von t bis xn' von t, sondern da sind jetzt m verschiedene partielle Ableitungen möglich und dann müssen wir wissen, nach welcher Variable leiten wir denn hier gerade ab. Ja, und das können wir dann auf diese Weise machen, dass wir dann hier die partiellen Ableitungen hinschreiben der inneren Funktion. Und damit müssen wir also nur den Satz von der totalen Ableitung m mal anwenden. Und das war schon der Unterschied. Und dann haben wir es endlich geschafft. Wir haben jetzt die Ableitungsregeln, die wir für unsere reellwertigen Funktionen alle brauchen. Ja, so viel dazu. Bis bald.